Dann die baubiologischen Richtwerte, die blenden wir hier mal kurz ein. Die zeigen ganz klar, dass eine Veränderung der Zellkommunikation bereits bei über 10 Mikrowatt pro Quadratmeter eintritt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Paul Schlie und heute schauen wir uns das Thema Strahlung etwas genauer an. Dazu begeben wir uns in den Außenbereich und messen gängige Mobilfunktürme auf unterschiedlichen Entfernungen mit zwei hochwertigen Messgeräten. Auch schauen wir uns den Innenbereich an, denn diese versteckten Strahlungsquellen, die ja unsichtbar sind, die verstecken sich leider auch in den eigenen vier Wänden und in Wohnräumen, in Wohnblöcken, in Großstädten besonders, Kleinstädten, aber im Prinzip überall um uns herum. Und dadurch, dass das Thema Strahlung für viele Menschen immer noch ein bisschen schwer greifbar ist, haben wir uns gedacht, zeigen wir das Ganze mal in diesem Video auf und schauen uns dann auch mal die Strahlenschutz-Cap an, wie sie diese Strahlung abdämpfen kann und wie wir einfach wieder ein bisschen Ruhe im Kopf bekommen. So, hier befinden wir uns jetzt ca. 100 bis 150 Meter von einem gängigen Mobilfunkturm entfernt mit einem Hochfrequenzmessgerät, in unserem Fall das HR35C von Gigahertz Solutions. Und wir messen hier eine Frequenz, ein Frequenzband von 700 MHz bis 2,7 GHz, was dem gängigen LTE 4G Standard entspricht, wo immer noch sehr, sehr viel heutzutage drauf läuft. Klar wird immer mehr 5G benutzt, wird immer mehr ausgebaut, aber es ist noch lange nicht so flächendeckend, wie viele denken. Deshalb ist es wichtig, auch dieses untere Spektrum zu messen. Dazu schalten wir das Messgerät jetzt erstmal an, um überhaupt erstmal zu messen, wie viel kommt denn hier an auf 150 Meter Entfernung. Hier oben gibt es so einen Lautstärkeregler, da kann man die Lautstärke einstellen. Und da sind wir ungefähr auf einem Wert von 1500, ich mach's mal ein bisschen leiser, jetzt 1900, aber im Durchschnitt 1500 bis 1600 Mikrowatt pro Quadratmeter, was natürlich ganz schön heftig ist. Wenn die baubiologischen Richtwerte, die blenden wir hier mal kurz ein, die zeigen ganz klar, dass eine Veränderung der Zellkommunikation bereits bei über 10 Mikrowatt pro Quadratmeter eintritt. Das ist die empfohlene Strahlenbelastung für den Schlafbereich. Insofern, als dass die Zellen dort eben sich erholen können. Da kann der ganze Organismus heilen, ne? Wir heilen im Schlaf. Und deswegen ist das ungefähr der Richtwert, den wir haben sollten, wenn wir schlafen zumindest. Dass wir zumindest im Schlaf heilen können. Ja? Und diese Werte sind natürlich lange nicht mehr erreicht in der Großstadt, in der Kleinstadt oder einfach hier auf dem Land, sobald man in der Reichweite von so einem Mobilfunkturm ist. Ihr seht, wir haben hier 1500, 1300 Mikrowatt. Ne? So hört sich das an. Das ist die Strahlung hörbar gemacht, die ständig durch euch durchgeht. So, damit wir nicht tatenlos rumsitzen und hier quasi verstrahlt werden, haben wir jetzt eben uns eine Lösung überlegt. Das ist jetzt die Wetterader 5G Strahlenschutz-Cap. Gibt es in vier verschiedenen Farben bislang. Und diese ist mit einem Silbergewebe ausgestattet. Und jetzt halten wir die einfach mal davor, genau da, wo der Turm ist. Jetzt zeigen wir ziemlich drauf. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn ich die Cappy dazwischen halte. Ja, also wir kommen hier auf ungefähr 180, das ist vom Winkel abhängig ein bisschen, runter, jetzt noch ein bisschen weiter, 100, unter 100 und jetzt nehme ich die Cappy weg. Und jetzt pendelt sich das wieder bei über 1000, mal locker über 1000 Mikrowatt ein. Das hängt immer davon ab, wie die Wellen da vorne auftreffen, in welchem Winkel. Im nächsten Test messen wir die Strahlenbelastung auf 1 Kilometer Entfernung eines anderen Mobilfunkturms, aber auch ein gängiger Mobilfunkturm. Dazu haben wir hier zwei Messgeräte aufgebaut. Einmal wieder das HR35C und daneben haben wir ein 5G-Messgerät mit einer entsprechend feineren Antenne, welches von 2,4 GHz bis 10 GHz misst. Die beiden Geräte überlappen sich leicht hier im oberen Bereich und hier im unteren Bereich, von daher ist es ganz gut. Wir haben beide Geräte auf Maximum gestellt, also so gut wie Maximum. Ich kann ja noch ein bisschen weiter drehen, so. Da drehen wir auch ein bisschen weiter. Und dann messen wir zuerst mal, diesmal angefangen mit dem 5G-Messgerät, ob hier überhaupt 5G-Strahlung ankommt. Direkt ausgerichtet.
Und bisher sehen wir weder auf der Anzeige noch hören wir im Ton, dass hier wirklich 5G-Strahlung in diesem Bereich jetzt gerade ankommt. Das heißt, das Ganze ist zu vernachlässigen in diesem Test. Und dann gehen wir auf das niedrige Frequenzspektrum. Und da pendelt sich das Ganze so auf 350 Mikrowatt pro Quadratmeter ein. Genau. Das heißt, in dem Fall, da seht ihr auch, dass 5G zwar ausgebaut wird, ja, aber noch lange nicht jeder Turm darauf wirklich sendet. In dem Moment hierher auch. Ja? So, jetzt nehmen wir hier unsere Strahlenschutzmütze, um mal zu schauen, wie auf dieser Entfernung die Dämpfung ist. So, da kommen wir runter auf 35 ungefähr, je nach Winkel. Ne, die Mütze ist jetzt gerade so gehalten, um auch den oberen Bereich abzudecken. Und da ohne Mütze. Und jetzt kommt noch mal kurz der Vergleich zu einer herkömmlichen Mütze ohne Silbergewebe, also ohne Strahlenschutz. Und da passiert genau gar nichts. Nochmal zurück. So, nachdem wir uns jetzt angeschaut haben, wie hoch die Strahlenbelastung im Außenbereich ist, sogar auf einer Entfernung von 1 Kilometer bei einem gängigen Mobilfunkturm, schauen wir uns jetzt an, was die Strahlungsquellen im Innenbereich sagen. In diesem Test messen wir die Strahlenbelastung mit unseren beiden Messgeräten im Innenraum. Einmal von einem herkömmlichen Handy, was derzeit auf Flugmodus ist, und einer WLAN-Station, einer herkömmlichen. Und dazu schalten wir jetzt erstmal beide Messgeräte ein. Einmal das HR35C und dann noch das 5G-Messgerät. Dieses Handy ist nicht 5G-fähig, das heißt, wir sollten da auch nichts in diesem oberen Frequenzbereich sehen. Und wir sind hier bei beiden Messgeräten auf 0,05, 0,04. Und jetzt schalten wir an dem Handy auf einem Abstand, es handelt sich hier übrigens um 1 Meter ungefähr, auf mobile Daten. Und wir können sehen, dass bereits das Handy, was jeder am Körper trägt, in der Hosentasche oder in beengten Räumen, auf 1 Meter Entfernung ist das sehr realistisch. Das trägt eigentlich jeder auf 1 Meter Entfernung. Wenn es aktiv ist, bis auf über 2000, also 1900, weiter kann dieses Gerät nicht darstellen. Wir haben hier das Maximum von 1999 und weiter kann das hier in dem Moment nicht darstellen. Und auf 1 Meter Entfernung hat das Handy das eben gerade schon übertroffen. 5G war nichts. Und jetzt ist das Ganze auf Nichtsenden, weil alle Daten abgerufen wurden. Das ändert sich aber, wenn ich hier zum Beispiel einfach sage, ich möchte gerne mal Telegram aufmachen und gehe dann in den Wetteraler-Kanal und scroll ein bisschen. Dann sucht er sich bereits wieder die Daten. Also immer wenn ein Austausch stattfindet, gerade in modernen Apps, Social Media, passiert da sehr, sehr viel. Und dann ist der Ausschlag auch sehr, sehr hoch. So, jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Wenn wir hier nochmal scrollen. Wenn wir die Strahlenschutzcap wieder vorhalten. Dann kommen wir hier jetzt runter auf 200, 190. Die Cap ist jetzt genau zwischen dem Handy und dem Messgerät. 80. Jetzt kann es sein, dass wieder alle Daten abgerufen wurden. Dazu gehe ich nochmal hin und scroll nochmal. Ein bisschen weiter. Und der Wert ist hier irgendwo bei 100, pendelt er sich ein. Und ohne. Über 2000 nochmal mit.
Und jetzt nochmal ohne. Genau, sehr viele Daten, die von den mobilen Daten ausgehen, vom Handy in diesem Fall. So, in diesem Test haben wir ein herkömmliches WLAN mit einem LAN-Anschluss, um das WLAN anzusteuern. Das Ganze geht in einen Laptop hier rein und dann haben wir noch den Stromanschluss am WLAN dran und das Ganze ist ein mobiles WLAN. Das bedeutet, es hat keinen DSL-Anschluss, welches in die Steckdose geht und die Daten holt, sondern es kommuniziert mit dem nächsten Mobilfunkturm. Die WLAN-Funktion selbst hier ist ausgeschaltet, die Lampe leuchtet nicht. Das heißt, da sollte jetzt keine Kommunikation stattfinden, das WLAN sendet nicht, beziehungsweise es empfängt und sendet natürlich Daten von dem Turm. Die Box ist lediglich als Erhöhung gedacht, dass das auf einer Ebene hier ist. Jetzt schauen wir mal, was die Geräte so an sich schon sagen, ohne WLAN-Funktion, beziehungsweise mit den mobilen Daten an sich. Das Ganze müsste sich jetzt gleich einpendeln. Jetzt im Moment kommuniziert es wahrscheinlich sehr, sehr stark. Mal ein bisschen leiser. Das hat, wie gesagt, immer Spitzen. Mobiles WLAN kommuniziert ja immer mal wieder. Ähnlich wie ein Smart Meter. Und hier haben wir jetzt unser 5G. Und das zeigt im Moment, mal ein bisschen leiser, zeigt im Moment nichts groß an. Das heißt, die Kommunikation findet hier ähnlich wie beim Smart Meter auf diesem Frequenzbereich hier unten statt und nicht auf dem. So, jetzt warten wir mal, bis sich das hier einpendelt. So. Und nehmen jetzt mal unsere Strahlenschutz-Cap und schauen mal, was wir alleine mit diesen mobilen Daten hier jetzt schon machen können. Jetzt ist der Austausch gerade zu Ende. Das heißt, jetzt ist sowieso keine Strahlung. Und warten wir mal ganz kurz, bis das WLAN wieder sendet an den Turm. Und jetzt nehmen wir mal unsere Cap und stören einfach mal die Kommunikation, schirmen die Kommunikation ab von dem WLAN zum Turm bzw. zum Messgerät. Und dann landen wir hier unter 100, ohne Cap, mit Cap. Jetzt ist die Kommunikation wieder zu Ende. Das ist sehr gut, denn jetzt können wir hier mal 5G anmachen. Dazu gehe ich hier einfach auf die WLAN-Einstellung und sage 5G an. Mach dieses Gerät hier aus. Und jetzt schlägt auch unser 5G-Messgerät an mit dem klassischen Tackern. Die WLAN-Funktion ist jetzt auch an in der Mitte. Und jetzt schauen wir mal, wie die Cap des 5G abdämpft. So, und jetzt machen wir unser 5G-Messgerät aus. Den Effekt haben wir gesehen. Gehen wieder in unsere Einstellung und machen 5G aus. Ja. Und stattdessen machen wir 2,4 GHz an. Dann leuchtet die WLAN-Lampe wieder in der Mitte und machen unser HF35C an. Da haben wir jetzt auch wieder die klassische Taktung. Konstant auf 1,4. Jetzt kommt die Kommunikation mit dem Turm dazu. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier zwei verschiedene Kommunikationsarten. Das WLAN holt ja seine Daten vom Turm und versendet die dann lokal im Haus. Und das, was wir jetzt hören, ist das Senden im Haus. Und jetzt holen wir unsere Strahlenschutz-Cap. Und dann kommen wir runter bis auf 40, 30 und wir starten bei 1500 und nochmal. Damit sind wir auch am Ende unseres Demonstrationsvideos angelangt.
Die Messungen sprechen für sich und ich hoffe, du konntest hier einiges mitnehmen für dich und bedenke, wir haben immer nur eine einzige Strahlungsquelle zur selben Zeit gemessen. Stell dir vor, du begibst dich in ein Einkaufszentrum, in einen Supermarkt, befindest dich in einem Aufzug, in einem Bus oder einer Bahn oder wohnst in einer Großstadt, in einem Wohnblock zum Beispiel oder einem Reihenhaus mit mehreren Familien aneinander, wo das WLAN dementsprechend auf 5 GHz läuft, also auf 5G läuft oder auf 2,4 GHz oder beidem zusammen, das ist auch möglich und das wird auch von vielen gemacht. Und die Strahlung landet bei dir im Schlafzimmer, im Schlafbereich oder einfach in dem Bereich, wo du dich aufhältst. Was uns als Firma Wetteradler natürlich ganz besonders am Herzen gelegen hat, ist eine Möglichkeit zu schaffen, die heutigen Wetterumschwünge, die vom Geoengineering mittels Frequenzen erzwungen werden, abzuschwächen, sodass man nicht immer unter Gliederschmerzen und Kopfschmerzen leidet. Und daraus hat sich dann die Entwicklung der Strahlenschutz-Cap ergeben, um einfach diese Strahlenbelastung, die von oben aus dem Wetter runterdrückt, auf den Kopf bei den meisten Menschen ein bisschen abzudämpfen, abzufedern. Und da auch hat die Erfahrung gezeigt, dass wir hier ungefähr 60-70% Dämpfungsrate erzeugen können. Ich bedanke mich, dass du bis hierhin geschaut hast und freue mich bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao.